Digga, was war das denn? Hey Peter, warum lachst du? Sollen wir uns den wirklich geben, den Song? Wäre das nicht übertrieben cringe, Digga? Oh, Stier. Ey, ich schwör, ihr macht keinen Sinn, gell? Ihr macht null Sinn. Also wirklich. Es ist komplett sinnfrei. Okay, dann würde ich mal sagen, Shalight in, man. Führerschein it out, man. Führerschein it in, man. Alter, ist das cringe, das kann ich mir nicht geben, Leute, sorry, ich bin raus, Mann. Digga, dieser Song ist so cringe, Digga. Ey, Digga, ich muss unbedingt den Rechner runterfahren. Leute, das war's mit dem Stream, haut rein, bis zum nächsten Mal. Okay, der Witz ist auch schon wieder vorbei, das war's komplett. Kick. Drop top on the Fahrtwind, nonstop auf dem Dustin. Nur so kann ich frei sein. Drück durch und sag bye bye, yeah, yeah, yeah. Alter, Inscope ist kranker Rapper, Digga, ohne Witz, Mann. Ey, der Typ ist ja, ey, das ist ein krasser Rapper, Mann, ohne Witz. Guckt sich den an, wie der da steht, mit seinem schwarzen Stamp-Shirt, oversized, Digga, Mercedes-Benz-Zeichen im Hintergrund. Weißt du, Stimme auf Gefühl, Digga. Digga, was für ein Schmuck. Oder? Genau. Back on road in Benz, 600 PS. Pink Road, ich hab Cash auf dem Backseat, yeah. Okay, krass, Mann. Inscope hat Cash auf dem Backseat in seinem Cabrio, der gar keine Backseats hat. Alter, Inscope. Krank, Mann. Ohne Witz. Inscope, heftig gemacht. Ich bin übel stolz auf dich, Digga. Ich will weg schon seit Tagen. Steig aus dem Benz und ich wechsel den Wagen. Range Rover weiß, Daytona Eis. Ola Color Shirt, Grey Oversize. Arbeite viel, weil ich noch mehr will. Kein Ende, wenn ich im Office bin. Doch bevor ich wegen Stress durchdreh, bekomm ich den Kopf beim Benz Coupé. Also man muss auf jeden Fall sagen, Inscope, Digga, ich find, du hast so bisschen, du hast bisschen Stimme im Autotune, so muss man sagen, Digga. Guck mal, dass du beim nächsten Mal vielleicht einfach gar keine Stimme benutzt, sondern einfach nur Autotune, Digga. Von der Fahrt hin, nonstop auf dem Dustin. Nur so kann ich frei sein. Drück durch und sag bye bye, yeah, yeah, yeah. Back on road in Benz, 600 PS. Pink Road, ich hab Cash auf dem Backseat, yeah. Also ich muss sagen, Inscope, guck mal, diese Line mit diesem Backseat, die irritiert mich echt ein bisschen, muss ich auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Hook holt mich schon ein bisschen ab, muss ich sagen. Inscope, ohne Witz, die kann ich auf jeden Fall fühlen. Crazy, ne? Ich fühle das zu 100%. Ich auch. Ich kenne, ist so schön, wie die Optik von dem Benz-Emblem. Tag oder Nacht, mit Gas durch die Stadt. Cabrio-Vibe, tippt die Fahrt ohne Dach. Verdeck runter und Tempo hoch, Fuß an. Alter Bruder, wie er das Verdeck gesagt hat. Er sagt nicht Verdeck, sondern Verdeck, Verdeck, Patecks, Verdecks. Erinnert mich das hier gerade ein bisschen an Shindy? Ich glaube nicht, dass ich im Back on Road. Kopf ist frei vom Business Shit. Bis ich merk, wie mich rotes Blitzlicht trägt. Alter, das ist ein absolut pogges Blitzerfoto von mir. Digga, ohne Witz, Mann. Da hat's mich erwischt. Das ist der Moment, in dem ich komplett raus bin. God bless. Drops up an der Fahrt hin. Nonstop auf dem Gas denn. Nur so kann ich frei sein. Drück durch und sag bye bye, yeah, yeah, yeah. Back on road in Benz, 600 PS. Pink Road, ich hab Cash auf dem Backseat. Ja, muss man auf jeden Fall an der Stelle sagen.
InScope ist heftiger Cringe, Digga. Schön weg, denn ich war viel zu schnell. Halbes Jahr Lust, hab ein Fahrrad bestellt. Mir fehlt der Benz und deshalb schreibe ich Lieder. Doch nach 6 Monaten heißt es dann wieder. Drop top an der Fahrtwind. Nonstop auf dem Gasten. Nur so kann ich frei sein. Drück durch und sag bye bye. Bruder, und jetzt probiert dieser InScope noch in seinem eigenen Musikvideo auf lustig zu machen mit Fahrrad und so. Bruder, dieser Typ ist geistesgestört, Digga. Ohne Witz, Mann. Wäre ich gerade bei dem Livestream drin, ich würde dem safe 1000 Euro donaten. Wahrscheinlich, oder? Yeah, yeah, yeah. Back on road in Benz. 600 PS. Pink Road, ich hab Cash auf dem Backseat, yeah. Ach so, der Bruder meinte den Backseat auf seinem Fahrrad. Digga, jetzt macht alles Sinn. Jetzt hängt es alles zusammen. Alter, das kann er doch nicht machen. Abgehoben, Digga. Wie kann der Typ sein Fahrrad zerstören? Ist der Typ am Arsch? Ja? Geht's hier noch? Ich glaube, das war's ja mal hier komplett. Der kann ja wohl nicht das absolute Luxusgefährt hier einfach auf den Boden schallern, Leute. Also meiner Meinung nach ist InScope absolut abgehoben. Mir ist es vor allem wichtig, den Leuten einfach zu zeigen, dass wir extrem viel Cash haben, Digga. Digga, wer Cash hat, recht. Ja, es ist so. Das wurde ja dir doch schon im Kindergarten beigebracht. Wer Cash hat, recht, Digga. Cash ist alles. Okay, Mann. Das war's. Alles klar. Also, Leute, ich muss ehrlicherweise sagen, InScope habe ich schon immer, also ich fand InScope an sich schon immer einen schlechten YouTuber, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den noch nie wirklich geguckt. Das Ding ist jetzt, was den Song angeht, ne? Also, mich fuckt's ja generell ab, wenn YouTuber anfangen, so auf Musik zu machen und so, dies, das. Das Ding ist aber jetzt folgendes. Man muss zu dem Song sagen, es war auf jeden Fall extrem viel Autotune drin. Die Line mit dem Backseat hat mich auch krass irritiert die ganze Zeit, während ich das Lied gehört habe. Unterm Strich, die Hook, muss ich sagen, habe ich auf jeden Fall gefühlt, muss ich sagen. Da hat er auf jeden Fall einen Nerv bei mir getroffen. Und unterm Strich muss man sagen, von allen YouTube-Rappern, jetzt mal alle zusammengenommen, okay, von diesen YouTube-Rappern, ist InScope mit Abstand der schlechteste. Ich hasse diesen dummen Bastard. Ich hoffe, der release nie wieder einen Track, weil sonst ist der Typ sowieso für mich komplett raus, Alter. Sage ich euch ganz ehrlich. Okay. Das war's mit meiner Rückmeldung auf diesen dummen Bastard InScope. Fuckt mich schon die ganze Zeit ab, der Typ, Mann, ohne Witz. Ich hoffe, das Video kriegt keine Klicks.